Tag 3 beim EMTB-Camp in Haldern. Sind schon wieder alle bereit. Jetzt wird es dann auch Zeit, dass wir vom Schatten in die Sonne rauffahren. So, jetzt sind wir endlich in der Sonne. Okay, lang hat es eigentlich nicht gedauert, aber das ist sehr fein. Und hinter uns der See. Jetzt geht es aber rauf Richtung Mendelbahn zum Trail. Heute ging es bei uns ohne Bahn rauf über den Trail. Oh, fast. Komm, wir müssen die Chance geben. Und schön außen. Ja, yeah, super. Mega gut. Wow, schön. Zugegeben, die Motorgeräusche sind beim Abhillen im Trail natürlich entsprechend laut. Aber das ist es, was ein E-Bike natürlich auch ausmacht, dass man Stücke bergauf fahren kann, die man sonst schieben müsste. Und daher kommt ja auch dieser Begriff mit dem Uphill-Flow. Und da muss man wirklich sagen, die ganze Gruppe hat zwar ordentlich geschnauft, aber auch ein richtiges Strahlen im Gesicht gehabt, als es dann die erste Pause gab. Und die möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten. Da schnaufen zwar alle, aber sie strahlen auch. Ja, das war gut. Das war gut. Hat Spaß gemacht. Strahlen wäre anders. Doch, doch, das kann man gelten lassen. Ja, das stimmt. Das kann man gelten lassen. Oh. Macht Spaß? Jo. Vor allen Dingen mal mit ordentlicher Unterstützung. Ne? Ja, genau. Die Gruppe ist so ruhig. Sind Trails bergauf gefahren. Steil. Petra, hast du Sauerstoffzelt dabei? Aber ja. Du wirst lachen, die da vorne haben alle gejubelt, wo sie angekommen sind. Sehr gut. Tipptopp. Weiter und weiter ging es bergauf und ein paar hundert Höhenmeter später habe ich dann ein technisches Gebrechen an meinem Radl gehabt. Aber zum Glück fachkundige Unterstützung direkt in der Gruppe. So, das ist immer gut, wenn man als Guide technische Hilfe braucht. Aber man muss sie ja nur gut aufgeteilt haben, die Ressourcen in der Gruppe. Schlecht, wenn man Mechaniker dabei hat, ne? So ist es. Oh! Ja, der gehört dazu. Tja, jetzt wollen sie, glaube ich, das Radl kaputt machen. Na, der ist ja besser, da braucht man nicht fest schlagen. Na gut. Lieber Manuel von M1, ich kann nichts dafür. An dieser Stelle möchte ich auch noch erwähnen, dass das Fahrrad an sich nicht kaputt war, sondern eben einfach nur dieses Ritzel vorne angezogen gehört hätte und wir eben nicht das richtige Werkzeug dabei hatten, aber uns gut zu helfen wussten, denn so konnten wir das auch anziehen. Für meine Panne. Mit Sitzplätzen, mit Sonne. Sehr schön, sehr schön. Das ist viel wert. Jetzt ruhig noch ein bisschen länger machen. Geht immer früh, glaube ich. Du musst noch mal eigentlich habe ich die Panne nur vorgetäuscht, damit ja, du ein bisschen Pause machen kannst. Ihr seht, die Stimmung war richtig gut und das macht diese Mehrtages-Events auch einfach aus, finde ich, dass von Tag zu Tag eigentlich die Stimmung besser wird, weil sich die Teilnehmer natürlich auch besser kennenlernen. Und damit ging es dann auch ab auf den Trail. Und ja, wer auf solchen Wegen keine gute Stimmung hat, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Ja, schön. Heute den Wind rein, das Meter.
So, Mittagspause ist fast vorbei. Die Teilnehmer, die Jungs sind auch schon wieder fit. Akkus wieder geladen. Und wo fahren wir jetzt hin? Gescheite Trails, Jungs, oder? Ich will was hören, hallo. Bergab. Bergab? Okay, gut. So, Mittagsstopp ist wieder beendet und es geht auf die Nachmittagsrunde. Ja, allein die Kulisse hier mit dem See und den Apfel- und Weinplantagen ist einfach traumhaft. Der Nachmittag bricht an und die Jungs sind am Start. Schauen wir mal, wie die Motivation so ist. Total hoch. Total hoch. Hör ich da. So, wie sieht es wirklich hier aus? Ich habe auch schon hochgeschalten. Ich hoffe, dass ich im Moment ausschlägt. Passen die Trails? Wahnsinn. Wahnsinn. Akkus geladen? Ich bin natürlich kein Master. So, Vorsicht, Kameramann. Ah. Ah. Schlupp. Oh, was ist das da für eine Goldfee? Wer bist du? Stell dich mal vor. Hallo, ich bin die Petra. Ich darf die Gruppe heute geilen. Und was bin ich? Der Hiwi. Zeig, was du kannst. Ja. So, jetzt sind wir nachmittags unterwegs. Nachmittagstour, fahren Trails bergauf. Bergauf, bergab. On the road again. Also ich habe die Erfahrung gemacht, an meinen Kilos zu arbeiten und das macht sich bemerkbar. Ich habe zwar am gewissen günstigsten. Richtig. Was kostet ein Kilo beim Rad? 1000 Euro. Was kostet ein Kilo bei dir? So, unbezahlbar, unbezahlbar. Sehr gut. Sehr gut. Märchenwald raus und fahren in den Apfelplantagen. Da waren wir gestern oben, Monte Roen. Ausblick gerade grandios und wir nutzen die Zeit für einen Schwenk, währenddessen ein Akku gewechselt wird. Weil beim E-Biken zählt nicht trinken und essen, sondern Akku. Da, jetzt ist es wieder bereit. Für alle, die wollten, gab es hier noch die Möglichkeit, über den Felsen abzufahren. War ich das? Ja, das warst du. Aber das war nicht. Und das ist die Schweiz. Oder ja, das ist die Schweiz. Wir rollen dem Barbecue entgegen. Siehst du, Kilo abwärts. Ja, ja. So, heute ist Grillabend und es wird auch schon fleißig fotografiert, aber auch geschöpft. Und jetzt wird es nur noch fotografiert. Jetzt da schneller, wir haben auch Hunger. So, das hätte ich wieder unbeliebt gemacht, aber das macht ja nichts.